Ich begrüße wieder heute Heike Herzog zum zweiten Teil unserer Lesung mit ihrem neuen Buch. Denn nach einem Schlag ist nichts mehr, wie es war. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, den verlinke ich euch hier oben nochmal. Da könnt ihr reinklicken und könnt euch diesen gerne nochmal anhören. Der zweite Teil, das zweite Kapitel, schließt direkt an das erste Video an, an dem vorher noch ein Interview ist. Ein interessantes Interview, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ja, jetzt machen wir mit der Lesung weiter. Viel Spaß! Ja, im heutigen Teil will ich euch erzählen, ja, wie meine Familienplanung erfolgte, was man so für Träume im Kopf hatte, wie es dann letztendlich wirklich kam, was das Leben da für mich bereithielt, welchen Schlag es mir da schon versetzte, und tauchen wir gleich dort wieder ein, wo wir in der letzten Lesung aufgehört haben. Ich fühlte mich bereit und reif genug, eine Familie zu gründen. Am Reifegrad des VMK zu zweifeln, schien mir nicht nötig. Dieser zeigte sein Einverständnis durch ein ausgeprägtes Interesse an den für eine Familienplanung notwendigen Bastelarbeiten. Ein Jahr und 12 Enttäuschung später beschlossen wir, unser Ziel auch weiterhin zu verfolgen. Fortan jedoch mit professioneller Hilfe. In der Kinderwunschpraxis von Dr. Hero hieß es, erst heiraten, dann wiederkommen. Ansonsten übernimmt leider ihre Krankenkasse die Leistung nicht. Weisung befolgt. Schon ein Vierteljahr später gaben wir uns im Beisein von Familie und engsten Freunden das Jawort. Bei herrlichem Wetter genossen wir die Feierlichkeiten, auch wenn wir unter anderen Umständen nicht Hals über Kopf oder nie geheiratet hätten. Nun begann für mich, aber auch für den Vater meiner Kinder, eine äußerst emotionale und physisch wie psychisch kräftezehrende Zeit. Während eines Krankenhausaufenthaltes erfuhr ich, dass ein flüssigkeitsgefüllter Eileiter als Folge der Jahre zurückliegenden Blinddarmoperation nicht mehr imstande war, seinen Dienst zu verrichten. So empfahl man uns eine künstliche Befruchtung und wir stimmten dieser zu. Dieses Vorhaben stellte alles bisher Dagewesene auf den Kopf. Aus gefühlvollen Stunden zu zweit wurde terminisierte Liebe, Beratungsgespräche, Arztbesuche, Blutabnahmen und zeitlich streng einzuhaltende Medikamenteneinnahmen bildeten einen wenig romantischen Rahmen. Keiner, der diese Art der Herbeiführung einer Schwangerschaft nicht durchlebt hat, kann nachvollziehen, wie kräftezehrend sich das Prozedere des Wartens auf ein positives Ergebnis nach dem Einsetzen der befruchteten Eizellen auf Körper und Seele auswirkt. Kaum auszuhalten der Druck, das Auf und Ab, die Unsicherheit. Kaum auszuhalten war auch ich. Mit meinem Ganztagsjob sehnte ich mich des Öfteren nach Zeit für mich. Die stand mir nun zur Verfügung. Doch ich nutzte sie ausschließlich zum Grübeln, Bangen, Hoffen, Zweifeln, Hinterfragen, Orakeln. Und natürlich für die Suche nach körperlichen Veränderungen, die auf eine Schwangerschaft hindeuteten. Der entscheidende Tag der Gewissheit rückte näher. Nach 48 Stunden hieß es, sich in Geduld zu üben. Und dann war er da, der nach einer künstlichen Befruchtung alles entscheidende Tag, das Verkünden des Ergebnisses. Überpünktlich erschien ich um 8 Uhr zur Blutabnahme in der Praxis von Dr. Hero. Im Minutentakt rief man eine der auf ein positives Ergebnis Hoffenden ins Labor. Um 8.30 Uhr vernahm ich meinen Namen. Um 8.35 Uhr die keinen Widerspruch duldende Ansage, vor 12 Uhr brauchen Sie sich nicht telefonisch nach dem Befund zu erkundigen. Was? Schon wieder warten? War dieser Schwester in Mintgrün bewusst, wie lange 3 Stunden und 25 Minuten sein konnten? War dieser Schwester in Mintgrün bewusst, wie sehr sie mich aufregte? War dieser Schwester in Mintgrün bewusst, dass Aufregung Schwangeren keinesfalls gut tat? Nein, das war es ihr nicht. Sie rief die nächste Patientin auf. Um 9.15 Uhr beim Frühstück in meiner Küche sitzend, begann ich darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das 12 Uhr Ergebnis nach sich ziehen würde. Doch dieses Was wäre wenn, trieb mich noch immer tiefer in die Gedankenspirale, also musste Ablenkung her. Im Haushalt nichts zu tun, rein gar nichts. Und was nun? Fernseher an. Neben oberflächlichen Talkshows schaffte es auch Alfred Jodokus Quack nicht, mich zu unterhalten. Die Uhr zeigte 10.30 Uhr. Noch endlose 90 Minuten, die es hieß, ohne Panikattacke zu überstehen.
Mein geliebtes Tausend-Teile-Puzzle fiel mir in die Hände. Aber schon beim Öffnen des Deckels und dem Anblick dieser bunt bedruckten Mini-Pappteile fragte ich mich nach dem Sinn dieser Beschäftigung. Schließlich würde es mir nicht gelingen, das Bild in der verbleibenden Zeit fertigzustellen. Und nach 12 Uhr hatte ich keine Zeit mehr. Nach 12 Uhr musste ich mich auf mein Mutterdasein vorbereiten oder wochenlang heulen. Also Deckel wieder zu. Das Lesen in einem Buch meiner Lieblingsautorin wirkte beruhigend, bis meine Gedanken mich wieder zu quälen begannen. Lieblos goss ich meine Blumen, blätterte uninteressiert in Zeitschriften, kochte mir einen Beruhigungstee und schaltete abermals den Fernseher ein. Die Unverschämtheit, die sich ein Sender in diesem Moment leistete, schockierte mich. Strahlte die doch rücksichtslos mittags 11.30 Uhr die Sendung »Mein erstes Baby« aus. Der Anblick dieser glücklichen Mutter gab mir den Rest. Völlig panisch lief ich von Zimmer zu Zimmer und von Fenster zu Fenster. Blick auf die Uhr, 11.58 Uhr. Ob ich es wagen sollte? Punkt 12 Uhr rief sicher jeder, der seit dem Morgen ebenfalls Wartenden an. Also ran ans Telefon. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und mein Puls klopfte in den Ohren. Ein rhythmisches Piepen gesellte sich dazu. Nein, kein stressbedingter Tinnitus, schlimmer. Das Besetzzeichen. Wie gut, dass es Wahlwiederholungstasten gab. Diese betätigte ich im 10-Sekunden-Rhythmus. Doch auch Minuten später war nicht an eine Verbindung zu denken. War es denn nicht möglich, in einer Kinderwunschpraxis ab 12 Uhr zusätzliche Telefonistin einzustellen? Endlich ertönte das Freizeichen. Panik legte sich mit riesigen Händen um meinen Hals. Meine glühenden Ohren vernahmen die Worte: Praxis Dr. Hero, Schwester Melanie, was kann ich für Sie tun? Ein Feuerball schoss durch meine Adern. Der Druck auf meine Kehle ließ mich nach Luft schnappen und leise wispern: Ja, guten Tag, ich war heute Morgen zur Blutentnahme und möchte gern wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Nein, ob die künstliche Befruchtung erfolgreich war. Moment bitte, bekam ich zur Antwort. Wie viele Momente denn noch? Steffi, hast du die Unterlagen von der Patientin noch bei dir? Tönte es durch den Hörer. Warst du nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? War Schwester Melanie für die positiven oder Schwester Stephanie für die negativen Befunde zuständig? Vielleicht auch umgekehrt? Steffi fand mich oder besser gesagt meine Unterlagen und übernahm das Gespräch. Hallo, Ihre Blutwerte lassen nicht auf eine Schwangerschaft schließen. Tut mir leid. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag, einen neuen Termin. Sprechen Sie mit Schwester Melanie ab. Soll ich die gleich noch einmal mit Ihnen verbinden? Nein. Ich will nach dem Sturz in die Tiefe nicht schon wieder die nächste Bergbesteigung planen. Was ich jetzt will, ist heulen, zusammenbrechen, mich bemitleiden, mich schlecht fühlen, eine Panikattacke bekommen, meine Wohnung verwüsten, irgendjemand anbrüllen oder besser noch bestrafen. All das wollte ich, aber doch keinen neuen Termin. Nach dem wortlosen Beenden des Telefonats umgab mich eine schreiende Stille. In mir tobten Emotionen. Jedoch war ich nicht in der Lage, ihnen die Freiheit zu schenken. Am Fenster, stehend, weinte ich leise vor mich hin. Die Konturen der vorübereilenden Menschen auf den Gehwegen verschwammen. Selbst die Häuser gegenüber verloren ihre Form. Ich fühlte mich leer, leer und einsam, und ich trauerte. Ich trauerte um ein nie dagewesenes Baby und begann mich zu fragen, wer imstande war, mich aus diesem Abgrund zu ziehen, meinem seelischen Zusammenbruch nachvollziehen. Dazu fiel mir nur eine ein, meine Mama. Als ich ihre Stimme vernahm, brach es aus mir heraus. Ich weinte, ich schrie, ich fluchte und benutzte die schlimmsten Schimpfwörter, die in meiner Mutter unter anderen Umständen Entsetzen ausgelöst hätten. Doch meine Wortwahl war ihr, ebenso wie mir in diesem Moment, sowas von scheißegal. Mitfühlend und mitleidend ließ sie mich all mein Elend loswerden. Ihre anschließenden Worte zeugten von Liebe. Da war kein »Das nächste Mal klappt es bestimmt« zu hören. Für solch oberflächliche Phrasen stehen wir uns viel zu nah. Deine Art, mir Wärme und Kraft zu schenken, berührt mich zutiefst. Danke, Mama, ich liebe dich. Ja, das war für mich damals eine sehr schwere Zeit. Und es folgten 6 weitere künstliche Befruchtungen. Ja, 6 weitere, ja, Wahnsinn. Und ich hatte mehrmals, wurde ich schwanger, die dann leider traurig endeten, die Schwangerschaften. Und es war eine Zeit, in der ich seelisch und körperlich
vollkommen zerrüttet war. Das glaube ich. Und in der diese Ängste, die ich schon als Kind das erste Mal erlebte, zurückkamen. Die mich sowas von einnahmen. Ja, ja. Und die mir eigentlich jede Kraft raubten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und nach all den künstlichen Befruchtungen spürte ich, dass ich anhalten musste und dass ich mir neue Wege suchen musste. Mhm. Und damals dachten wir über eine Adoption nach. Mhm. Und sich damit zu beschäftigen, schenkte mir auf einmal schon wieder neue Kräfte, weil ich wusste, es gibt ja auch noch andere Wege, mein blondes Mädchen mit Zöpfen neben mir haben zu dürfen. Ja. Mhm. Mhm. Hoffnungslos am Boden liegend wurde mir klar, dass mein Körper und meine Seele nicht imstande waren, diese Bauchlandung noch einige Male weiter zu ertragen. Doch kinderlos zu bleiben war für uns keine Option. Also war es an der Zeit, nach Alternativen zu suchen. Ein Kind zu adoptieren war eine mögliche. Doch dieser Weg erwies sich nicht als hindernislos. Unser im November des Jahres 2002 offiziell eingereichter Adoptionsantrag erforderte unzählige Papiere, Unterlagen, Formulare, Bescheinigungen, Gutachten. Nun hieß es noch, an einem Seminar für werdende Adoptiveltern teilzunehmen. Unser Antrag auf Adoption wurde im Mai des Jahres 2003 bewilligt. Nun hieß es, geduldig zu warten, zu wissen, dass es irgendwann einen Anruf geben würde, der uns zu Eltern werden ließ. Nahm uns den über Jahre aufgebauten Druck. Man sagte uns damals, die Wartezeit besteht etwa zwischen 2 Jahren, es kann auch 5 Jahre sein. Mhm. Ja, und so begaben wir uns einfach zurück in unser Leben. Yeah. Ja, und fingen an zu warten. Und wer genau hingehört hat, im Mai 2003 wurde unser Antrag bewilligt. Und ich möchte weiterlesen. Und zwar, ich denke, umso so jünger das Kind ist, umso länger dauert es, oder? Wir waren damals bereit, ein Kind zu adoptieren bis zu 2 Jahre. Ja, okay. Mhm. Ob das nur der Grund war, warum es schneller ging, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall war es für uns, ich hätte auch ein 3-jähriges Kind adoptiert. Ja. Es war für mich wichtig. Blonde Zöpfe. Ich hätte auch ein schwarzhaariges Kind, genau. Ja. Es war für mich wichtig, das Gefühl zu bekommen, dass ich Mutter werden darf. Ja. Das war für mich. Das ist, ja, ich denke, nach 6 Versuchen, ne, ja. Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Es ist der 23.06.2003. Also 6 Wochen nach dem Adoptionsantrag, nach der Bewilligung. Ja. Um den Geburtstag des VMK, Vater meiner Kinder, im Juni des Jahres 2003 zu feiern, luden wir Familie, Freunde und Bekannte in unsere neue, natürlich größere Wohnung ein. Während der Vorbereitungsarbeiten wie Kochen und Dekorieren meldet sich unaufhörlich das Telefon. Da sich das Geburtstagskind auf dem Weg in den Keller befand, blieb ihm beim nächsten Klingel nichts anderes übrig, als mit den Kuchenteig klebenden Händen an den Hörer zu gehen. Mit einem kurzen Ja und nebenbei an meinen Fingern lecken, nahm ich den Anruf entgegen. Spreche ich mit Frau L., vernahm ich eine Frauenstimme. Wer wollte denn am Geburtstag meines Mannes ausgerechnet mich sprechen? Abermals schickte ich ein knappes Ja durch die Leitung und stellte fest, dass von dem Schokoladenkuchenteig eine beruhigende Wirkung ausging. Doch auch die größte Schüssel dieser Leckerei hätte nicht ausgereicht, mich nach den folgenden Sätzen wieder zur Ruhe zu bringen. Hallo, hier ist Frau Wirsch vom Jugendamt. Ich möchte Sie und Ihren Mann gern darüber informieren, dass wir aufgrund Ihres Adoptionsantrages eine Kindsvorstellung für den morgigen Tag vorbereitet haben. Wahnsinn. Das betreffende Mädchen hat ein Alter von knapp 2 Jahren und trägt den Namen Lotte. Sie können es also bereits morgen bei Ihrer jetzigen Pflegemutter kennenlernen. Voraussetzung für das Aufeinandertreffen wäre jedoch ein vorheriger Besuch unserer Außenstelle in Meißen. Dort erhalten Sie weitere Informationen und ein Schriftstück zur Besuchserstattung. Stille. Zum Glück. Noch mehr Informationen hätte ich keinesfalls aufnehmen können. In meinem Kopf herrschte Chaos. Mein Herz schlug wie wild. Es rauschte in meinen Ohren und irgendetwas lief mir kalt den Rücken hinunter. Schweißperlen. Abermals vernahm ich die Stimme von Frau Wirsch. Frau L., ist alles in Ordnung? Ich höre Sie nicht mehr. Was? Sie konnte mich nicht hören? Gut, meine Stimme hatte mich im Stich gelassen, doch das laute Schlagen meines Herzens und die panischen Atemgeräusche mussten doch weilenweit wahrzunehmen sein. Tief einatmend bemühte ich mich, mein Gehirn wieder mit Sauerstoff zu versorgen und antwortete.
Ja, Frau Wirsch, es ist alles in Ordnung. Aber mein Mann hat heute Geburtstag und wir haben noch so viel vorzubereiten. Oh, vernahm ich am anderen Ende. Dann sollten wir den Termin wohl besser verschieben? Um Gottes Willen. Was redete ich da für einen Blödsinn? Pfeif auf den Geburtstag, pfeif auf die Gäste, pfeif auf das Essen, pfeif auf die Deko. Du bekommst soeben ein Kind. Nein, nicht verschrieben. Verschieben, rief ich in das mit Kuchenteig beschmierte Telefon. Natürlich nehmen wir den Termin wahr. Nach Beendigung des Gespräches stand ich sprachlos zwischen Töpfen, Schüsseln, Tellern und Gläsern in meiner Küche. Sollte der erst vor 6 Wochen bewilligte Adoptionsantrag wirklich so schnell unseren Kinderwunsch erfüllen? Und plötzlich brach es aus mir heraus. Eine Flut von Tränen der Freude rann über glühende Wangen. Ein lauter Schrei des Glücks entfuhr meiner Kehle. Der in diesem Moment aus dem Keller kommende Vater meiner Kinder eilte erschrocken zu mir. War das Essen angebrannt? Hatten die Scherben der neuen Weingläser etwa das mühevoll aufgearbeitete Parkett zerkratzt? Rannten Mäuse durch die Küche oder nur eine Spinne die Wand entlang? Wir bekommen ein Mädchen, schmetterte ich ihm entgegen. Nun gab es kein Halten mehr. Völlig aufgewühlt ließen wir alles stehen und liegen, wie es gerade stand und lag. Halt! Nur die Kerzen wurden ausgeschaltet und der Herd gelöscht. Oder doch andersherum? Egal. Die Treppe nach unten rennt, machten wir uns auf den Weg nach Meißen. Auf den Weg in unsere Zukunft als Familie mit Kind. Toll. Ja, das war ein ganz besonderer Moment. Das glaube ich. Man sehnt sich ja immer nach dem Moment. Ja, ja. Aber man kann auf so einen Moment nie vorbereitet sein. Nee, vor allem, du hast so viele Jahre darauf hingearbeitet. Ne? Oder so eine lange Zeit, sagen wir mal so. Und dann kommt plötzlich ganz überraschend dieser Anruf. Ja, es ist ein wunderschönes Erlebnis, berührt mich jetzt noch. Das glaube ich. Und das ist ja was wirklich, was lebensentscheidend ist. Ja, also, ja. Das ist dein Leben, ganzes ne? späteres ja. Leben ändert sich dadurch. Ändert sich in diesem einen Moment. Ja. Und das ist natürlich noch zum Geburtstag des Vaters meiner Kinder, war ganz besonders. Ja. Da möchte ich noch ganz kurz sogar Danke sagen. Und zwar an dem Tag feierten wir abends natürlich den Geburtstag, luden unzählige Freunde ein. Und als wir dann am Abend diese Freude mit allen teilten, huschte ständig irgendjemand aus der Wohnung und verschwand. Und alle kamen dann mit irgendwelchen Dingen, die sie auf Boden in Kellern und Schränken hatten, die wir für ein Kind brauchten, brachten die uns an. Wir hatten an dem Abend ein Kinderbett, wir hatten Sachen, wir hatten Spielzeug, Essgeschirr, ja, also... Da möchte ich nochmal Danke sagen für alle, die damals da waren und die uns so unterstützt haben. Und das tat uns entsetzlich gut. Das kann ich nicht vorstellen. Denn man bekommt ja wirklich von heute auf morgen ein Kind und man hat und ja man aber hat nichts. Nichts. Na klar, weil man sich nicht vorbereiten konnte. Man ne? musste erst mal schauen, wie groß ist das Kind, wie alt ist es, was benötigt es. Ja, und es war wirklich ein entscheidender Augenblick und den haben wir wirklich sehr, sehr genossen. In den folgenden Monaten genossen wir unendlich viele Glücksmomente. Miterleben zu dürfen, wie so ein kleines Menschlein aufwuchs und gedieh, erfüllte uns mit Dankbarkeit. Ruhe zog ein in unsere Seelen, in unsere Körper, in unsere Herzen. Wiedergewonnene Gelassenheit und Zuversicht schenkte uns den Mut, in die Zukunft zu schauen und diese zu planen. Lotte sollte ein Geschwisterchen bekommen, unbedingt. So entschieden wir uns, alsbald einen zweiten Adoptionsantrag zu stellen. Voraussetzung für das Vergrößern unserer Familie war auch das Vergrößern unseres Wohnraums. Genügend Platz bot das Haus meiner Eltern. Dort galt es für Lotte, auch den Garten hinter dem Haus zu erobern. In diesem blühte im zeitigen Frühjahr nicht nur das erste Schneeglöckchen, sondern auch unsere Tochter auf. Neben Zufriedenheit und Wärme strahlte sie selbst an kalten, düsteren und grauen Tagen Wärme aus. Kurz gesagt, Lotte fühlte sich sauwohl. Im Gegensatz zu mir. Ständig müde und erschöpft, musste ich mich während der Arbeiten in unserem zukünftigen Zuhause des Öfteren eine Auszeit gönnen. Doch das vor meinen Augen immer farbig werdendere Bild von einer Zukunft als Familie mit Kind und Haus ließ mich nicht jammern. Zu schön war all das, was mich umgab. Aber auch die Glücksgefühle konnten nichts daran ändern, dass es mir zunehmend schlechter ging. Irgendetwas brütete ich wohl aus. Meine Vermutung bestätigte sich bereits 2 Wochen später. Ich brütete tatsächlich etwas aus. Ein Schwangerschaftstest gab mir Gewissheit. Ich war schwanger. Nee. Jetzt hier im Durcheinander zwischen Kissen und Werkzeug. Unfassbar. Unfassbar schön. Ja. Unfassbar hin und her gerissen.
Denn nach all den künstlichen Befruchtungen mit traurig endenden Schwangerschaften, nach unzähligen hoffnungslosen und schmerzenden Momenten meldete sie sich zurück, die Angst. Zuverlässig begleitet von Panikattacken. Was jetzt fühlen? Freude? Mein Körper, meine Seele, sie ließen einfach keine Freude zu. Viel zu groß waren Unsicherheit und Sorge. Alte Wunden brachen auf. Keinesfalls sollte abermals nur Enttäuschung und Leid zurückbleiben. Die Entscheidung für eine Kindsadoption hatte Träume wahr werden lassen. Eine Bewilligung des Zweitantrags lag vor. So wie es war, war es doch gut. Welchen Grund gab es also, beim Anblick der zwei rosafarbenen Streifen auf dem Schwangerschaftsteststäbchen zu jubeln? Tief im Innern auf ein falsches Testergebnis hoffend, suchte ich einen Frauenarzt auf. Sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch. Wenn alles gut geht, werden Sie in 7 Monaten erneut Mutter. Wenn alles gut geht. Und wenn nicht? Aber es ging alles gut. Es ging alles gut und so war ich plötzlich innerhalb von 15 Monaten Mutter von zwei Kindern, ja. Von zwei Wahnsinn. Mädchen. Und ich fühlte mich sowas von am Ziel. Ich fühlte so viel Dankbarkeit und so viel Glück und so viel Herzenswärme und so viel Licht. Und ich genoss diese Momente, diese täglichen Momente mit meinen Mädels, mit meinen Babys. Und ich war wirklich, wirklich äußerst, äußerst dankbar und glücklich. Tja, von meinem... Vom Vater. Wie das Leben so spielt, ja, ne? Ja. Wahnsinn. Da arbeitet man ewig drauf hin und ja. Dann kommt es von ganz alleine. Genau. Aber vom Vater der Kinder habe ich ja, nicht so sehr viel erzählt. Und das hat auch einen Grund. Denn der Vater meiner Kinder hatte sich anderweitig verliebt. Noch immer glaubte ich ein gutes Ende unserer Geschichte, doch dann zerstörte ein Baby das marode Fundament unserer Beziehung vollends. Jetzt keine falschen Schlüsse ziehen. Ich war genauso wenig schwanger von meinem Mann wie irgendeine andere Frau. Die Schuld am Auftauchen dieses neuen Familienmitgliedes trug einzig und allein der Verkäufer eines nahegelegenen Computerfachgeschäftes. Wie sein Baby hieß? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nur noch an dessen Gewicht und Größe. Mit 768 Gramm und 42 x 29 Zentimetern gut zu handhaben. Auf Knopfdruck war es still und auch das Füttern mit dem zugehörigen Stromversorgungskabel bereitete keinesfalls Probleme. All seine Zeit, Aufmerksamkeit, Wärme und Liebe schenkte der Vater meiner Kinder nun seinem herzallerliebsten Laptop. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche vertiefte der Vater meiner Kinder seine Bindung zu seinem Baby, das eng an eng mit ihm die Nächte auf dem Sofa verbringen durfte. War ich imstande, diese Beziehung zu zerstören? Ein Versuch war es wert. So griff ich als gesundheitsbewusste Frau eines Tages zu einem Glas Bio-Erdbeersaft und goss die vitaminreichen 200 ml genüsslich über die mit Buchstaben versehenen kleinen Knöpfchen seine Sprösslinge. So schnell hatte ich den Vater meiner Kinder noch nie rennen sehen. Nicht einmal während seiner durch Noroviren ausgelösten Magen-Darm-Infektion. Jedoch die Tatsache, dass er voller Hingabe tagelang jede einzelne Hautfalte und Ritze seines Lieblings reinigte, ließ mich zur Gewissheit werden. Er hing an seinem Baby, nicht mehr an uns. Nach dem verlorenen Kampf zog ich mich gänzlich von ihm zurück und befreite mich von meiner Rüstung. Gedanklich ließ ich ihn von uns gehen, auf dem zerrissenen Familienbild, blieben einerseits Lotte, Leni und ich, andererseits er zurück. Trennung, sie fühlte sich richtig an, für jeden von uns, selbst für die Kinder. Erst 4 Wochen nach seinem Auszug stellte mir Lotte Fragen zum Verbleib ihres Vaters. Doch trotz der sich anschließenden Kleinkriege blieb und bleibt mir nur eines zu sagen, danke. Ohne dich besäße ich es nicht, das Wertvollste in meinem Leben. Ja, ich bin ihm dankbar. Für all das, was wir gemeinsam hatten und dafür, dass ich diese Kinder jetzt an meiner Seite wissen will. Ja, das ist... Das ist wieder das, was du vorhin sagtest. Die Dankbarkeit auch in den schlechten... Ja. Und zu sehen, ja. Und das sah ich von Anfang an noch so. Ja. Ich bin dankbar, die Kinder führen zu dürfen, neben mir zu wissen. Immer für sie da sein zu dürfen und dafür danke ich auch ihm.
auch wenn sich dann irgendwann unsere Wege trennten. Mhm. So. Ja, dann war Sommer 2009. Über 40 war ich. Zwei Kinder im Alter von 7 Jahren waren an meiner Seite. Ich lebte in Scheidung, war alleinerziehend und glücklich. Ja, ich war wirklich glücklich und nutzte den Neuanfang als Chance, mich und das Leben neu zu entdecken. Mein Blick weitete sich. Es war an der Zeit, neue Wege zu beschreiten. Doch wohin und wie weit ich war bereit zu gehen, das entschied ich selbst. Und wen war ich bereit mitzunehmen? Nein, auf die Suche begab ich mich nicht. Alles, was ich im Leben brauchte, besaß ich. Zwei mir Liebe und Wärme schenkende Töchter, meine mir stets Sicherheit schenkende Familie, mein von Anerkennung und Wertschätzung geprägtes Arbeitsleben. Und trotzdem erwiderte ich auf die Frage einer Bekannten nach meinem Geburtstagswunsch, ein attraktiver, rücksichtsvoller, charmanter und emotionaler Mann zur gelegentlichen Freizeitgestaltung wäre nicht schlecht. Doch ist es möglich, innerhalb von wenigen Tagen ein männliches Wesen mit all diesen für Männer untypischen Merkmalen aufzutreiben? Weißt du was? Schenk mir einfach einen Mädelsabend. Da kann nichts schief gehen. Aus dem Mädelsabend wurde nichts. Meine Bekannte rief mich 2 Tage nach unserem Gespräch an und bat darum, meine Telefonnummer an einen interessierten Single weitergeben zu dürfen. Bitte schön. Was konnte schon passieren? Doch nur das, was ich bereit war zuzulassen. Und ob sich dieses Single letztendlich wirklich an sein Handy bemühte, wegen mir, einer Frau mit 2 Kindern, blieb abzuwarten. Er bemühte sich an einem Montagvormittag, traf mich völlig unvorbereitet die Frage, morgen Abend 18 Uhr, mein spontanes Ja, hieß es zu hinterfragen. Neugier? Spaß am Spiel? Lust auf Mann? Bis heute kenne ich die Antwort nicht. Doch eines weiß ich mit Sicherheit, genau dieses Ja schenkte mir einen Ehemann. Nach der Trennung des Vaters meiner Kinder hätte ich auf die Frage, ob ich mich noch einmal in die schützenden Arme eines Mannes fallen lasse und ihm meine über alles geliebten Töchter anzuvertrauen, eindeutig mit niemals geantwortet. Sag niemals nie. Nichts, aber auch gar nichts ist vorhersehbar. Was dir der nächste Moment bringt? Vielleicht das Glück deines Lebens. Oder Trauer und Schmerz. Ja, das war Teil 2. Für heute unsere Lesung. Seid gespannt wieder, wie es weitergeht. Ich denke, jetzt kommt der. Vielleicht kannst du mal kurz mal so ein bisschen. Ja, gern. Also, mein Leben änderte sich dann schlagartig mit diesem Schlaganfall, über den ich im nächsten Teil lesen werde. Und kurz auch über die Reha-Maßnahmen, die ich anschließend in Anspruch nehmen musste. Und ja, ihr werdet es mir auch ansehen, dass es ein Teil meines Lebens war, der nicht gerade von Helligkeit gezeichnet war. Ja, und wenn ihr schon vorlesen möchtet, das Buch ist unten verlinkt, ihr könnt es bestellen. Ansonsten wartet ab, bis die nächste Folge kommt, seid wieder dabei, wenn Heike Herzog für uns wieder eine Lesung gibt. Ja, danke. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Danke. Und freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, und ich mich auch und auch auf euch. Dankeschön. Ciao. Gut, ich würde mich jetzt kurz umziehen. Du kannst du gleich die Speicherkarte wechseln? Ja. Ich gehe mal auf die Suche nach meinem Kleid im Wald. Oh Gott, die sind vielleicht schon nass.